Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Nerditech Review. Heute einmal mit dem JBL Flip 2, ein Portable Wireless Stereo Speaker. Wireless einfach nur, weil es eben nicht nur Bluetooth ist, sondern er auch NFC unterstützt. Dieser kleine portable Bluetooth Speaker hier, kann ich so schon mal sagen, wie es ist, hat es mir sehr angetan. Ich weiß, vielleicht werden die ersten von euch sofort sagen, aber es gibt doch schon längst den Flip 3. Warum ich aber meine, dass der Flip 2 immer noch eine absolute Kaufempfehlung ist und man auf jeden Fall bedenken sollte, welchen man wirklich braucht, da es natürlich mittlerweile einen kleinen Preisunterschied zwischen den beiden gibt, das werde ich euch jetzt erklären. Zuerst mal ganz kurz zur Box. Das ist er, den werden wir uns natürlich gleich auch noch in Real angucken. Und naja, ansonsten steht auf der Box auch nichts wirklich Wichtiges drauf. Der Lautsprecher selber wurde mir mal wieder freundlicherweise von einer Freundin zur Verfügung gestellt. Und hier sehen wir schon in allen möglichen Sprachen so die wichtigsten Informationen. Er hat also Bluetooth, NFC, natürlich hat er einen wiederaufladbaren Akku mit ungefähr bis zu 5 Stunden Akkulaufzeit oder Wiedergabezeit. Kabelloses Bluetooth Stereo Streaming mit NFC und ein rausch- und echofreies Lautsprecher-Telefonsystem. Ja, gut versteckt, wie sich das gehört, hat dieses Gerät auch ein kleines Mikrofon, mit dem ihr also Anrufe annehmen könnt bzw. tätigen könnt. Und er ist kompatibel, hier unten sehen wir es, mit iOS, Android-Geräten, also Tablets und Smartphones. Aber auch, und das fand ich schon persönlich sehr interessant, denn das ist leider immer noch nicht selbstverständlich, zum Beispiel mit meinem Mac. Power Output 2x6 Watt Treiber, es ist also nur ein Zwei-Wege-System und eine Frequenzrate von 100 Hz bis 20 kHz, was daran ganz interessant ist und leider auch ein Unterschied gegenüber dem Flip 3, dazu komme ich auch nachher, und ein Maximum Speaker Level von 86 dB, also ja, so viel kann ich euch schon mal verraten, dieses kleine Ding kann richtig laut werden. Kommen wir zum zentralen Teil, What's in the Box, das kann ich euch einmal ganz kurz zeigen, ausgepackt ist das Gerät natürlich schon länger. Wir haben einmal hier den JBL Flip. Ich weiß, ich arbeite heute mit einem extremen Nahwinkel. Da seht ihr aber genau in diesem Licht hier einmal, wo die beiden Lautsprecher sich befinden. Und hier unten irgendwo, das merkt ihr dann, wenn ihr die Hand davor haltet, ist auch ein kleiner Bass-Reflex-Port. Dann haben wir hier einmal eine LED-Akku-Anzeige von 1 bis 5. Die blinken also auf, je nachdem, bei welchem Stand ihr gerade seid. Beim Laden und ansonsten leuchten die dauerhaft, um euch also von, ich glaube jetzt in dieser Ansicht, von links nach rechts anzuzeigen, wie viel Akku noch über ist. Hier ist der Micro-USB-Ladeport und wir haben nicht mitgeliefert ein AUX-Kabel, aber wir haben einen AUX-Anschluss. Ihr könnt den JBL also auch an sämtliche AUX-fähigen Geräte per AUX-auf-AUX-Kabel anschließen. Überhaupt kein Problem. Hier sehen wir das NFC. Also er hat einen eingebauten NFC-Chip und hier ist die gesamte Steuereinheit. Wir haben also an, einmal kurz Block, blub, da ist er. Dann haben wir den Bluetooth-Pairing-Mode, wenn wir da drauf drücken würden. Und dann haben wir leiser und lauter, ganz simpel erklärt. Und einmal Anruf, Annahme, hier mit diesem Telefonhörer. Wo das Mikrofon ist, genau, das wird hier hinter irgendwo versteckt sein. Kann ich euch jetzt nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall da. So, zum Rest des Lautsprechers kommen wir gleich. Ganz kurz nochmal zum Rest. Wir haben hier also noch ein USB auf Micro-USB-Kabel. Wie üblich geht da auch jedes andere. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. Und ganz cool gemacht, denn mobile Bluetooth-Lautsprecher sind natürlich manchmal auch durchaus dafür da, um ein bisschen durch die Gegend zu reisen. Wir haben in der Box den Lautsprecher und neben dem Lautsprecher dieses nette Carrying Case hier. Jetzt fragt ihr euch, naja, warum ist denn der Lautsprecher nicht direkt einfach in dem Carrying Case? Ich habe den Lautsprecher mal eben wieder ausgemacht. Macht einen sehr robusten Eindruck, gar keine Frage. Leider, so viel kann ich euch schon mal verraten, ist in dem Carrying Case, wenn der Lautsprecher drin ist, kein Platz mehr für Kabel und Netzteil. Das ist ein bisschen undurchdacht vielleicht, trotzdem nett, dieses Carrying Case hier zu haben. Aber wenn ihr das Ganze auspackt, ist in dem Carrying Case erstmal der ganze Kabelsalat. Also das Ladekabel und dieser nette amerikanische Ladeadapter. Hier ist der USB-Anschluss. Da. Und jetzt, das ist richtig cool gemacht. Wie üblich bei den Amis kann man den Steckeranschluss einfach ausklappen. Aber ihr seht schon, naja, der ist hier irgendwie fest verbaut. Ne? Also was machen wir? Wir legen einfach mit dieser jede Menge Tüten hier ein paar Adapter dazu, und zwar einmal den UK-Adapter und den deutschen. Das ist also der für uns hier wichtige. Würde das Ganze, oder beziehungsweise den EU-Adapter, mittlerweile haben wir in der EU überall den gleichen Stromanschluss. Und hier seht ihr schon, den kann man da jetzt einfach so draufstecken. Zack, und schon
lädt das Ganze. Trotzdem kommt er noch relativ kompakt rüber und wird dementsprechend auch in jedem Rucksack oder Koffer, denke ich, noch neben der Tragetasche Platz finden. So viel zum Lieferumfang. Jetzt kommen wir zum Wichtigsten überhaupt, nämlich dem Lautsprecher selber. Die Funktion habe ich ja gerade schon alle soweit erklärt. Kommen wir also einmal ganz kurz zum Sound. Der Lautsprecher selber hier jetzt in dieser schwarzen Variante ist übrigens, sei dazu gesagt, noch in Weiß, Rot, Blau oder Gelb erhältlich. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Flip 2 und 3? Naja, so groß ist der Unterschied auf den ersten Blick nicht, aber wenn ich ihn jetzt hier einfach mal für euch einblende, dann wird euch relativ schnell auffallen, dass der Flip 3 einen Tacken größer ist. Das ist jetzt hier keine maßstäbliche Darstellung, aber der Flip 2 kommt also von den Abmessungen her kompakter daher. Und der Flip 3 hat ja dann doch schon, wer ihn schon mal gesehen hat, relativ deutliche Ähnlichkeit mit zum Beispiel dem UE Boom von Ultimate Ears. Und hat dann auch hier ein etwas anderes, äußeres Material. Der ist nämlich ein bisschen outdoorfähig, stoßgeschützt, so relativ. Hauptsächlich viel, viel wichtiger aber für draußen im Park bei plötzlich eintretendem schlechten Wetter oder aber bei einer kleinen Poolparty, wo das Ding dann direkt neben dem Pool steht, ist er spritzwassergeschützt. Und das kann dieser Flip 2 hier eben überhaupt nicht bieten. Trotz allem, finde ich, macht der Flip 2 einen sehr, sehr stylischen Eindruck. Hat also hier so ein bisschen diese Schiebeturm von Pisa Aufstellmöglichkeit. Und wie gesagt, die Größe hat einen bedeutenden Vorteil. Ich habe den Flip 3 nur jetzt relativ selten mal Probe gehört. Der liegt aktuell so bei 120 Euro, sage ich mal. UVP ist 130 von JBL und ist eben relativ neu. Durch die Einführung gibt es den Flip 2 aber immer noch, nur der ist natürlich im Preis gesunken und liegt jetzt bei ganz entspannten 70 bis 80 Euro. Wichtig ist daran der Frequenzgang. Jetzt ist ja die Basswiedergabe für die meisten von euch wahrscheinlich doch irgendwo relativ interessant. Ich habe schon gesagt, der JBL Flip 2 kann sehr laut werden, aber das Problem ist, er hört bei 100 Hertz auf. Und das fand ich persönlich für das, was JBL hier selbst auf der Verpackung und auch auf der Website immer wieder behauptet, ne, so super rich Sound und Hear the Truth steht auch vorne auf der Box drauf. Das ist alles, finde ich, ein bisschen relativ, weil genau da im Tieftonbereich oder im Bassbereich kann für meinen Geschmack der JBL Flip 2 nicht so richtig überzeugen. Der Flip 3 gefiel mir da die ein, zwei Mal, die ich in Probe hören konnte bei Saturn, schon ein bisschen besser. Kommt aber für meinen Geschmack auch noch nicht an den UE Boom ran, der mittlerweile auch schon im Preis von 200 auf ca. 140 Euro gesunken ist und sich dann natürlich jetzt noch mit dem UE Boom Max ordentlichen Namen gemacht hat. Der liegt zwar bei satten 300 Euro, aber die beiden gefallen mir soundtechnisch besser, denn im Hoch- und Hoch- und Mitteltonbereich macht der JBL Flip eine super Aufgabe. Wer also zum Beispiel Fan ist, zu Hause alleine ab und zu irgendwie abends im Bett oder so noch Hörbücher zu hören oder generell tagsüber oder damit über Radio-Apps viel Radio hören wird, der wird sagen, hey, ist doch ein super Teil. Gar kein Thema. Der erste Eindruck ist klasse, also eine sehr natürliche Stimmwiedergabe für Akustiksets und so weiter ist er gut zu gebrauchen. Nach oben hin wirkt er manchmal ein bisschen spitz. Das kommt natürlich auch darauf an, wie laut man ihn macht, denn da hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, was da so drin ist. Ich bin also hier bei meinem iPhone zum Beispiel immer so auf Stufe 6 bis 8 gewesen. Das wäre also 50% der Ausgangsleistung und da war er schon sehr laut, sodass ich dachte, wenn ich jetzt noch lauter mache, wird es echt unangenehm. Aber genau dieser Fakt nämlich, dass der Bass eben nicht so tief vorhanden ist, wie man sich das wünscht, sorgt dafür, finde ich persönlich, dass wenn man sehr, sehr lange mit dem JBL Flip Musik hört, es etwas unangenehm werden kann. Außerdem geht der Flip 3 im Frequenzbereich bis 85 Hertz runter. Und jetzt werden die meisten von euch sagen, naja, aber 100 Hertz bis 20.000 Hertz, auch der Flip 3 hört bei 20.000 Hertz auf, wie können denn da 15 Hertz so entscheidend sein? Naja, Musik ist in der Hinsicht ein bisschen oder verhält sich da relativ exponentiell. Das heißt, natürlich sind 15%, kann man ja sagen, mehr, ne, also von 100 bis 85 Hertz weiter runter,
sind schon entscheidend, wenn man weiß, dass der Tieftonbereich irgendwo zwischen 100 und 200 Hertz schon aufhört. Dahinter spielt es keine Rolle mehr und naja, gute Kopfhörer oder auch große Boxen gehen auch gerne mal so in den Bereich 30 bzw. 20 und weniger Hertz runter. Also da kann es durchaus sein, dass größere Lautsprecher da einen etwas besseren Eindruck machen. Trotz allem muss ich sagen, der Gesamteindruck hier vom Flip 2 ist in meinen Augen gut. Die Verarbeitung ist klasse, er sieht auch relativ stylisch aus. Jetzt muss man natürlich, wie gesagt, für sich entscheiden. A, hört einfach mal beide, wenn sie im Saturn oder Mediamarkt noch ausliegen. Probe, brauche ich diese Basswiedergabe bzw. brauche ich die durch die Größe gegebene deutlich längere Akkulaufzeit? Denn der Flip 3, das sollte ich auch nicht vergessen zu sagen, hat außerdem eine doppelt so lange Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden. Das ist natürlich auch nicht ganz uninteressant. Und bin ich dementsprechend bereit dafür, aktuell noch 50 Euro mehr zu bezahlen. Das ist ja schon relativ wichtig bei der Kaufentscheidung. Das müsst ihr allerdings für euch selbst entscheiden, denn vorliegen habe ich ihn hier, wie ihr seht, leider gerade nicht. Ich habe trotzdem mal beide unten in der Videobeschreibung verlinkt und damit soll es das auch schon wieder gewesen sein. Wenn euch das Video gefällt, Daumen nach oben wie üblich, abonnieren nicht vergessen, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Wenn noch Fragen zum Produkt sind oder an sich zum Video, dann einfach alles damit unten in die Comments. Ich freue mich auf jedes bisschen Feedback. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder hier bei Nerdytech. Danke fürs Zuschauen und bis dahin, euer Jens von Nerdytalk.